Ja, wo bin ich jetzt? Ach nö, nicht erst schon wieder. Wo wollte eine Kanone? Wenn man weiß, wie der funktioniert, ist es relativ easy. Na. Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperle-Theater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Wie viel brauche ich denn um die 500? Das sind Upgrade-Kosten. Da komme ich nicht durch. Ach, das ist der Punkt, wo wir gerade reingekommen sind. Okay, was ist das? Ach, das sind die Viecher. Treibender Verfall. Okay. Der treibt sich ja schon mal nirgendwo mehr rum hier. Okay, was hab ich da? Da habe ich nichts. Mal stehen bleiben. Ach verdammt. Und weg ist er. Voll, wenn man nicht sieht, wie soll man gegen ihn kämpfen? Na komm schon. Okay, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Ach, da habe ich einen Weg. Szene. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Etwas Sündiges, jede Wette. Wie komme ich denn jetzt da hinten rüber? Glaube ich, dass er von hier aus darüber kommt. Okay, da komme ich so nicht rüber, glaube ich. Ach, sie gleitet nicht. Ey, das ist so beschissen mit der Steuerung einfach. Ich muss hier rüber, es geht nicht anders. Ach nee, da ist eine Plattform. Oder auch nicht? Das ist beschissen. Das natürlich vorher weiß, dann ist es natürlich was anderes. Oh, er speichert. Safe-Punkte sind jetzt auch ziemlich bescheiden gesetzt.
Ja, bin ich dein Futter. Ja. Hier geht nicht. Musst du was? Hä? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ach guck mal, da gibt's einen Weg. Epidermis wies Verbrennungen dritten Grades auf. Der Rest ihrer Haut vergleichbar mit Karpfenschuppen. Okay, wo muss ich denn hin? Ich denke mal, ich muss dahin. Wie komme ich denn dahin? Hier mit. Dann mach da auf. Ich nehme dir ein paar mehr mit, dann mache ich jetzt gleich. Schnellke. Ich verstehe gerade nichts, weil ich die Kopfhörer auf habe. Was? Bin ich aggressiv? Und jetzt mach einen Abgang, du Lurch. Ja, echt? Ja, da versuche ich gar nicht erst aufzukommen. Das ist, das seit, ich weiß gar nicht, ist schon etwas länger da. Paula, ich hab keine Karte. Lift halt beim Kaninchen. Du darfst sie noch adoptieren. Aua, geh doch mal. Hey. Nein, das hält keiner länger aus als ein paar Stunden mit mir. Frag einen Tugu. Selbst er hält es nicht lang genug mit mir aus. Verdammt. Du zählst nicht. Du zählst nicht. Ich habe früher mit ihm zusammengearbeitet. Ich glaube anderthalb Jahre. Auch nicht durchgehend. Ja, Frühschicht bin ich noch auf die Nerven gegangen. Ich glaube, er hätte es manchmal gehasst, dass wir zusammenarbeiten. Weil Arbeit, wenn ich arbeite, dann kann ich auch mal wirklich einen Arsch an. Weißt du hier gerade nicht? Das ist ein Walrus?
Nein, ich gucke dich jetzt nicht an. So fett bin ich jetzt auch nicht. Gar kein Walrus. So ein Walrus. Ah, Alice! Eine Freude, dich wiederzusehen, meine Liebe. Was für eine Glückshaftigkeit allein deine Ankunft ist. Wirklich? Ich wusste nicht einmal... Egal. Ja. Meine bedeutende Show geht bald los. Es bedarf nur noch eines Zipfels deiner Hilfsbereitung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber es wäre wirklich notwendig, dass ich mein... Wir können tauschen. Ich habe einen Schraubenzieher, fast neu, oder einen hübschen Hammer, wenn dich das... Ein Zug vernichtet das Wunderland. Und ich brauche Hilfe, um ihn zu stoppen oder zu zerstören. Höchst verärgerlich, keine Frage. Wir werden uns dieser Monstrosität unverzüglich, will sagen, bei Gelegenheit zuwenden. Zunächst aber zur eigentlichen Wichtigkeit. Wegen einer logistischen Vergeigung fehlen noch einige Show-Requisiten. Das exuberante Skript gilt es abzuholen. Der Schreiber hat eine blühende Fantasie und mehrere Enden erdacht. Dann musst du die melogetöse Musik für die Vorstellung beschaffen. Und schließlich musst du die Stars unserer Show einsammeln. Diese rein geschmackvollen Künstler. Du solltest gehen. Das Gebot der Eile ist geboten. Sieht nicht so aus, als wärst du bereit für die Show. Warum beschaffst du dir diese Sachen nicht selbst? Ein Impresario hat Verpflichtungen, Angelegenheiten, Wichtigeres zu tun. Eulen nach Athen und so weiter und so fort. Beschaff das Skript vom Schreiber, dann können wir je nachdem plaudern oder klatschen oder tratschen. Ist der Schreiber übellaunig? Bei einer Person deiner hervorragenden Reputation? Die Vorstellung lässt mich erröten. Ist übrigens ein Oktopus, wohnt in dieser Richtung. Tschüssi. Ein bisschen Bescheid in der Birne? Oder kommt mir das einfach nur so vor? Wenn du so viel üben würdest, wie du Zeit im Wunderland verbringst, wärst du bald der nächste Sullivan oder Gilbert. Einer von beiden. Diesen Kreaturen in den Allerwertesten zu treten. Naja, mal von in den Arsch zu treten. Das ist die Weiterentwicklung von Krabi und Kingler übrigens, ne? Kanonenkrabbe. Dass wie das kein Damage nimmt.
Kann ich die Schütze blockieren, also abwehren? Jawohl, kann ich. Nette Gegner, muss ich sagen. Nette Gegner. Will ich da überhaupt rein ins Maul? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das... Warum musst du wieder arbeiten, ne, Paula? Oder hast du morgen auch noch frei? Ja, er hat heute frei. Er hat doch gesagt, letzte Woche. Ach stimmt, du warst ja gar nicht da bei The Forest. Spätschicht hast du. Ja genau, hast du gesagt, Spätschicht. Dann kriegst du mal gar nicht den Stream mit. Also dann auch egal, wir laden es ja eher auf YouTube. Oh, er lädt. Speichert? Er speichert. Hier riecht's wie in einer Schnapsbrennerei mit einem Hauch Mundgeruch und Urin. Das ist der Duft des verkannten Genies. Also, verpiss dich. Mehr Leergut als eine irische Brauerei. Der Zimmermann schickt mich. Zunächst einmal, der Zimmermann ist ein karierter, kleinmütiger, knausriger Klotzkopf. Mag schon sein, aber ich bin wegen des Skripts hier. Ich wollte... Einen Scheiß willst du? Ich will einen Drink. Wen interessiert's? Ich will die Verantwortlichen für das Scheitern meiner Karriere in Ketten sehen. Keine Freude. Ich will wissen, was Liebe ist. Die Welt bleibt stumm. Gerade jetzt will ich meine Dosis Versteckspiel. Finde mich dreimal, Holdemalt. Beeil dich und wir können reden. Er hat naturgemäß einen Vorteil beim Verstecken, aber sein Verhalten kann ihn verraten. Da oben sitzt er. Frage ist, wie finden wir den? Ja, die sind alle ganz bescheuert in der Birne. Sie gibt sich die Schuld für den Tod ihrer Eltern und Schwester. Und dreht auch so ein bisschen durch und verschwindet dann halt im Wunderland. Ja, war er nicht da drin? Ich hätte jetzt drauf getippt, dass er mit Flaschen in der Flasche sitzt. Also das mit der Kämpfen und mit der Kamera ist das Spiel eigentlich wirklich gut. Also bisher.
Es ist sich ja quasi gewünscht worden von Maranupa, dass wir das auch mal machen. Dafür habt ihr quasi Expedition Rom bekommen. Ich glaube, da ist er drin. Aber wie gesagt, ich habe da noch nicht gespielt, deswegen ist es für mich was, mal was Neues. Dragon Age zum Beispiel habe ich vor Jahren mal gespielt, weiß ich jetzt auch nicht mehr alles. Skyrim sind viele neue Sachen bei, die ich zum Beispiel auch nicht kenne. PC-Simulator habe ich schon mal gespielt. Weil ich da jetzt auch sehr viele Folgen privat aufgenommen habe. Spedition Rom ist sehr interessant. Macht Spaß. Habe ich irgendwas vergessen? Forest habe ich auch schon mal gespielt. Nein! Ach, jetzt muss ich komplett darüber laufen. Oh. Warum? Habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt, muss ich sagen. Blödes Ding. Ich hab schon was von gehört, aber gespielt habe ich es noch nicht. Das war jetzt aber knapp. Ich habe immer so einen Zugsimulator geholt, weil mir das mal empfohlen worden ist bei einem Account von mir. Und das soll wohl ganz gut gewesen sein. Ich habe es mal angespielt. Ich muss aber sagen, ich habe es einfach nicht verstanden, das Spiel. Ja, du konntest Züge bewegen, das ist natürlich klar, dass das. Dass das quasi das Ziel ist, aber ich habe das Gefühl, wir kommen auch nicht hier rüber. Doch, haben wir geschafft. Aber ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir wollte, weißt du? Sollte von Züge von A nach B irgendwie bringen, aber ich wusste nicht mal wie. Weil es wird dir halt nichts erklärt, wie du Weichen stellen kannst, wie schnell du fahren kannst. Und wehe, du bist ein bisschen zu schnell, dann wird dir direkt Punkte abgezogen. Ich denke mir so, okay. Da gibt es ja massenweise DLCs für. Da habe ich immer gesagt, ne, das spiele ich nicht weiter. Das ist so ein Spiel. Hat sich nicht gelohnt. Es war zwar im Angebot, aber es hat sich trotzdem nicht gelohnt. Sonst spiele ich jetzt auch momentan nicht wirklich was privat, weil alles, was ich spiele, spiele ich momentan mit euch im Stream. Ja, genau das, genau der Teil. Das Einzige, was ich gestern noch gemacht habe, ist mir nochmal Expedition Rom angeguckt. Habe jetzt einen weiblichen Charakter genommen und da ist jetzt nicht wirklich viel Unterschied, bis auf die Texte. Aber nochmal schaffst du es nicht. Es sind nur die Texte anders. Also, dass er dann sagt, dass du eine Frau bist und ansonsten ist da jetzt nichts Großartiges. Okay, muss ich überhaupt hierher? Mal ja. Aber wie soll ich über da rüberkommen? Oh, das ist knapp hier. Wo ist denn das Ding überhaupt hier? Ach da, wie soll ich denn das so schnell machen?
Weil es läuft jetzt schon die Zeit. Wie soll ich da so schnell rüberkommen? Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Und da wir jedes Spiel momentan nur einmal die Woche spielen, ist natürlich dann schwierig auch voranzukommen, ne? Das ist natürlich klar, aber so hat man natürlich auch ein bisschen mehr von den Spielen. Bevor man jetzt die ganzen Spiele, ich sag jetzt mal, innerhalb von kürzester Zeit durchgespielt hat, hat man ein bisschen was davon einmal die Woche und dann hat man natürlich auch so ein Projekt, wo man sagen kann, jo, da habe ich Bock drauf. Das Widerwärtige, das aus der Vergangenheit stammt, hat nur so viel Macht, wie die lebendige Erinnerung ihm zugesteht. Wie gesagt, PC-Bedingungen habe ich jetzt auch einiges vorweggenommen schon an Folgen, aber das ist jetzt auch nicht so interessant, habe ich gemerkt. Das ist jetzt nicht so. Hä? Nochmal, was hast du gesagt? Ja, das stimmt. Da habe ich auch nochmal jemanden dazu bekommen. Also ich werde nicht alles vorproduzieren, also so vorwegnehmen. Also nur so ein paar Sachen, wo ich weiß, das ist etwas länger. Und ja. Da kann ich, dann mache ich das auch schon. Ich gucke gleich, was du geschrieben hast, Bruder. Lass mich den mal eben hier wegmachen. Dann gucke ich gleich mal. Von, siehst du, dann mache ich ja die Kamera einfach. Abgesehen davon haben wir im PC-Bedingungen noch zwei DLCs. Und die gehen auch noch relativ lange. So. Da kann man es auch machen. Also es gibt wirklich schon ein tolles, interessantes Spiel. Du musst halt einfach nur mal durchblicken. Und das Problem hatte ich auch gestern mit Expedition Rom. Ich hatte diesen Durchblick einfach nicht und kam mir dann irgendwann doof vor, wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Und ich habe dann, wie gesagt, nochmal gespielt gestern. Und ach du Scheiße, ist er da hinten? Wie soll ich denn da hinkommen? Ja, das kannst du vergessen, das geht nicht mehr genug. Dann habe ich dann gesehen, es gibt wesentlich einfache Möglichkeiten, das Ziel zu erreichen. Ja, ernst jetzt? Also ich hätte gestern bei der einen Mission, wo wir da gestorben sind, hätte ich wesentlich schneller hinkriegen können. Wesentlich einfacher. Man muss halt nur diesen Durchblick einfach bekommen. Dann geht das einfach. Ist halt bei jedem neuen Spiel. Wenn du das halt nicht kennst, erstmal einen Überblick bekommen. Und ich spiele jetzt privat zum Beispiel eine Art Schurken und ich finde den sehr interessant, aber ich merke auch, dass halt an gewissen Stellen halt so eine andere Klasse einfach fehlt momentan. Aber ich werde nicht weiterspielen, als wir jetzt aktuell im Stream sind, weil ich will mir nichts vorwegnehmen. Wenn, dann will ich das schon mit euch im Stream erleben. Sonst macht es ja keinen Sinn, das Ganze zu streamen. Ihr habt es euch gewünscht, also wir müssen auch zusammen spielen. Dann spiele ich auch nur so weit, wie ich gerade selber bin. Stream. Na komm schon, komm schon, komm schon. Weil ich mir gedacht habe, ich guck's mir nochmal an und so vielleicht mal so ein bisschen das eine oder andere dann zu lernen oder zu üben. Dass ich halt für den nächsten Stream da so ein bisschen besser bin, sage ich jetzt einfach mal, ne?
Ich muss aber sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Das hat mir sehr gut gefallen. Bin mal gespannt, wie weit wir noch kommen, weil ich habe jetzt auch so ein bisschen anders agiert als das, was ich bisher gemacht habe. Ich spiele auch mit anderen Einstellungen. Also ich spiele auf normal und unsere Leute können wirklich permanent sterben. Das ist wirklich krass, wie das, was das für ein Unterschied einfach ist. Ja, hier ist er doch. Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdivers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Okay, nicht alle ist schon mal dran. Was haben wir denn? 683, wir könnten mal upgraden. Ja, machen wir die. Ja, wir möchten mal upgraden. Ich weiß zwar nicht, was das bringt. Oh, die ist jetzt rot. Okay. Ja, brauchen wir noch 500 für die anderen. Ich weiß nicht, welche Waffe dann noch kommt.